Und da sind wir wieder. Zu einer weiteren Folge Folgen. So, Vollbild. Okidoki. Mit unseren zwei Fichtensetzlingen oder Spruce geben wir uns mal hier ganz kurz hier hin. Hier ist schon viel Platz. Wobei es natürlich jetzt nicht so eben ist. Hier oben sitzt das ja so richtig schön eben. Holz. Guck mal hier oben. Hier ist noch viel Platz. Dann klatschen wir einfach mal einen hier hin und einen hier hin und warten jetzt 3 Stunden, bis die Dinger gewachsen sind. Wir hätten Bodenmittel mitnehmen sollen, ne? Problem ist, wenn ich jetzt Bodenmittel holen gehe, dann sind sie bereits gewachsen, bis ich wieder zurück bin. Also das... Haben wir hier welchen sonst in der Umgebung? Nee, ne? Die haben wir ja irgendwie ganz weit weg gefunden. Als wir hergelaufen sind, auf dem Weg, haben wir die irgendwo gefunden. Denn das ist überall nur Dschungel. Ja, sieht nicht so aus, als wenn wir hier irgendwo in der Nähe welche hätten. Ja, da hinten ist alles bloß Dschungel. Weißt du was, ich glaube gleich mal so ein Eimer und entferne dort die Lava. Die geht irgendwie so ein bisschen auf den Sack. Solange wie eh das Fichtenholz noch wachsen muss, ganz ehrlich, komm. Begeben wir uns mal auf eine kleine Mission. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist ganz oben. Okay, wir haben also noch eine Viertelstunde Zeit mindestens. Obwohl nicht mindestens, sondern so ungefähr. Dürfte. Wir haben jetzt 2 Eimer. Ich nehme sicherheitshalber direkt mal beide mit. Für den Fall, dass da auch direkt was anfängt zu brennen und wir was löschen müssen. Vielleicht sollte ich vielleicht nicht mit so einem vollen Inventar loslaufen. Das wäre noch eine ganz gute Idee. Ja, da war ja was. Warum ist das alles so voll? Gut, du kommst mal raus. Und du dafür rein. Da kommst du noch raus und du dafür rein. Und dann kommst du noch raus. So. Du. Achso, das hier ist sowieso Müll. Habe ich sowas? Ja, habe ich schon. Okay. Bop. Zweimal Eier, weil ich hier in den Minenschacht abgebaut habe. Oh mein Gott. So viel Müll. Keine Sorge braucht. Okay. Dann geht's. Ah, wow. Dann geht's auf zum Lager. Zum Lava. Zur Lava. Goddammit. Los, hoch. Ja, noch ein Stück. Noch ein Jump. So, hoffe ich mal, dass wir da relativ gut raufkommen. Ich sehe aber erstmal nicht, wo wir da auf den Berg raufkommen sollten. Wahrscheinlich da hinten rum. Da sieht's gut aus. Ich will jetzt auch nicht direkt zu nah zu der Lava, weil das Problem ist, dann aktivieren wir quasi. Wobei eben, wie heißt das? Also, die Lava dürfte keinen Schaden anrichten, soweit ich weiß. Sind da hier meine Server-Einstellungen, ne? Ist ja die Server. Was? Und genau, habe ich ja so eingestellt, dass Lava nichts in Brand setzt. Weil das halt auf dem Server sehr schnell, sehr hart eskalieren kann. Es sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Aber vom Weiten sieht es halt irgendwie blöd aus. Das ist halt das Problem. Ey, wir könnten uns ja unter dem Lavafall dahinter versteckt so ein Haus bauen, Alter. Das Problem ist halt, wir hätten halt keine Aussicht, weil wir würden halt auch nur die Lava sehen, ne? Aber, wer weiß. Ja, siehst du? Warte mal kurz. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier Wasser hinmache? Ist das auch deaktiviert oder ist das trotzdem aktiv? Das ist trotzdem aktiv. Okay. Also zu Stein wird noch. Okay. Ja, wie machen wir es am dümmsten? Wir müssen trotzdem erstmal da oben raufkommen. Guck mal, wir waren ja bereits. Warum diese? Ja, wie können wir das am dümmsten rauf, sag mal? Ich habe keine Ahnung. Ist ja alles so steil. Aber das Problem ist, von hinten rumlaufen, wir kommen ja dann auch von oben nicht darunter, ohne direkt in die Lava zu fallen. Ja, wir kommen ja da auch nicht runter.
Irgendwie. Wie machen wir das? Wir könnten uns irgendwie höchstens von der Seite so durchbauen. Das ist auch. Ja, weiß ich nicht, du. Oder wir bauen uns einfach direkt mit ja, hier mit Dreck hoch. Weiß ich nicht. Ich bin echt ein bisschen total überfragt. Okay, wir gehen erstmal hinten rum auf den Berg rauf. Das scheint auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt zu sein, um überhaupt irgendwas machen zu können da. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Ach, guck mal, hinten Kohle. Egal, wenn wir wieder direkt... Oh. Diese Spatzen. Die haben doch alle einen Vogel. Okay. Ja, komm. Wir gehen... Wir gucken mal... Einmal dran vorbei. Ah ja, dann ist ja auch sowas Komisches. Können wir auch gleich entfernen. Ich weiß eigentlich, ich weiß übrigens gar nicht, ob mittlerweile bei Mindclone es so ist, weil das Wasser hat ja jetzt die gesamten Pflanzen hier weggerissen. Wenn ich jetzt das Wasser entferne, kommen denn wieder irgendwann Pflanzen? Also wachsen quasi, also breiten sich die, die hier schon noch sind, denn wieder aus, oder wie ist das? Guck mal, hier geht's runter. Ist hier Kohle? Nö, keine Kohle. Weil das wäre ganz geil, wenn das mittlerweile so ist, dass sich die Pflanzen ausbreiten. Weil von meinem Test-Game weiß ich ja, dass sich Blumen zum Beispiel ausbreiten, ne? Und schwupp. Raus. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob das halt A, bei Mindclone auch der Fall ist und B, sind das ja nur die Blumen, die sich ausbreiten. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Gras breitet sich ja auch aus bei meinem Testgame. Wäre halt die Frage, wie weit das bei Mindclone funktioniert. Ich meine, wir können aber ab und zu mal daran nachgucken, wenn uns das jemals wieder einfällt. So, das ist ein Loch. Ich mache jetzt keine schlechten Sexwitze. Nein, nein, nein. Bitte hört auf. So, da sehe ich schon mal die Lava. Da kommt die runter. Das heißt, ich werde mich da an der Stelle mal reinbauen. Die Frage ist, komme ich da überhaupt hoch? Ja, ich komme da hinten gut hoch. So. Da sieht auch aus wie ein guter Ausgangspunkt. Das ist Kohle. Wollte ich mich jetzt da oder? Ich wollte mich hier runterbauen, ne? Genau hier. Nee, nehme ich gleich die Kohle mit? Die ist hier so. Ne, die wartet doch direkt darauf. Mitgenommen zu werden. Jetzt habe ich mir doch alles verschachtelt. Immer einmal so fällt mir auf. So. Sieht aus wie neu. Hat doch irgendwie gehofft, dass er jetzt ein bisschen mehr als 3 Kohle kommen, aber naja. Kann man ja vorher nicht wissen. Guck mal, hier ist auch noch mehr. Oh mein Gott. Eigentlich sind wir wegen was ganz anderem hier, aber wem interessiert das jetzt noch? Könnt doch alle das Sprichwort. Kohle regiert die Welt. So. Easy. So. Hier weiter rein, als das, was wir eigentlich machen wollten. Lass mich raten, wir haben keine Fackeln mitgenommen. Ne? Hier wird es gerade ganz schön dunkel. Doch, wir haben Fackeln mitgenommen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Licht. Danke. So, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht doch direkt hier in die Lava reingraben. Aber die Frage ist, wo die überall hinfließt und wo, vor allen Dingen, wo wir rauskommen. Letztendlich. Von daher immer schon die Augen offen halten.
So, hier kommen wir schon mal raus. Da ist die... Ey, wow, wir haben es ja quasi perfekt getroffen. Das ist nicht schlecht. Oh, hier runterfallen, dann tut es doppelt weh. So, wo kommt jetzt die Lava raus? Oh, ich glaube in dem Block über dem dir. Da könnte durchaus die Lava rauskommen. Richtig? Ja, doch, sie sieht so aus. Das heißt, wenn man hier ganz vorsichtig... Oh Gott, das wird nie im Leben was. Ich mach mal etwas... Nee, wenn ich jetzt hier Wasser auskippe, dann ist hier riesen Steinmist. Ich werde hier also erstmal zumachen. So ungefähr. Jetzt mache ich hier eine Fackel hin. So ungefähr. Und werde mich schützen. Das war falsch. Ich wollte... So. Okay. So, und damit schütze ich mich jetzt. Und wenn jetzt hier doch Lava rauskommen sollte, dann wird die direkt zu Stein. Ich habe Angst. Ist aber auch blöd, weil ich will die Lava ja eigentlich einfangen. Oh mein Gott. Gut, der macht jetzt auf der altmodischen Art und Weise. Ich traue mich nicht. Ah. Okay, das heißt, dahinter ist direkt die Lava. Warum? Ich dachte, die ist da drüber. Hä? Nani? Ja, da ist er. Okay. Okay, das heißt jetzt Folgendes. Jetzt heißt es schnell sein oder wir werden alle sterben. Wir werden einfach alle sterben. So, Punkt, aus, Ende, finito. Verhandlung abgeschlossen. Ich werde mal hier ein bisschen hochbauen, ungefähr so. Damit, wenn die Lava auch hier runterläuft, sie nicht mir in den Ranzen läuft. Okay, so, jetzt Folgendes. Kann ich die Lava doch bereits von hier abbauen? Ach, na, das war ja einfach. Ha. Weil ich war mir nicht mal sicher, ne, weil hier war ja die Lava und davor ist die Lava ja runtergeflossen. Und ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob man Lava durch fließende Lava hindurch abbauen kann oder ob man quasi nur, wenn man direkt die feste Lava anvisiert, man die abbauen kann. Aber wir haben ja schon öfters Lava durch fließende Lava hindurch abgebaut. Hätte mir eigentlich schon vorher einfallen müssen, dass das geht. Naja. Lieber ein bisschen vorsichtig, als ne? In Lava langsam vor sich hin zu brutzeln. So, wieder alles zugebaut. Easy. Das lasse ich jetzt hier so den Durchgang. Da kann man später vielleicht noch Bungee-Springen machen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gut, eigentlich können wir direkt hier runterspringen, ne? Vielleicht ein bisschen hoch. Oder vielleicht. Obwohl, wir können mal, ganz ehrlich, wir können ja mal probieren, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert tatsächlich. Wow. Cool. Wollte ich schon immer mal probieren. So. Gut, jetzt kommt natürlich das ganze Wasser hinterher. Ich hoffe mal, die ist nicht so schnell wie die Lava. Mit dem Verschwinden. Aber die Lava ist schon relativ weit weg. Da dürfte nichts mehr passieren. Ja, guck mal. Die ist schon quasi komplett weg. Ah, geschafft. Ja, und ja, weg ist sie. Sehr cool. Können wir gleich ins Wasser springen. Guck mal, da ist so viel Kohle. Holy shit. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. So, wir wollen... fast verhungert, fast keine Herzen mehr, läuft bei uns. Da kommt Wasser. Hilfe! Achso, du kannst keinen Rollen weg. Der ist denn ja original? Nee.
Warum ist da Cleanstone entstanden? Ich dachte, Cleanstone entsteht nur, wenn jetzt stete Lava ist. Ah ne, dann ist ja Obsidian. Ich schon wieder. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Kann man das Wasser etwas schneller abfließen? Boah, das dauert aber. So. Jetzt haben wir gleich noch was Produktives geschafft. Wenn wir hier mal reinkommen würden. Indem wir gleich ein bisschen Kohle haben. Hey, ich will da hoch. Boink. Okay. Sieht gut aus. So, reicht. So, oh, es wird schon dunkel. Ja, der Trip war jetzt auch ein bisschen länger als geplant. Von daher schnell wieder nach Hause gehen. Wie gesagt, das Schöne ist, dadurch, dass jetzt die Zeit langsamer vergeht, ist auch der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang ein bisschen langsamer. Das heißt, wenn wir merken, es wird dunkler, wird dunkel, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, bis die Monster kommen. Aber ich meine, wir haben jetzt auch noch einen relativ langen Weg. Also ich glaube nicht, dass es reicht. Monster werden wahrscheinlich trotzdem spawnen. In the middle of the night. So. Und da sind sie schon. Scheiß jemand an. Und zwar im Hochkantformat. Schnell weg hier. Holy moly, holy moly, holy moly. Ah, noch sehe ich hier keine. Holy moly, bitte kein Creeper. Vor allem nicht bei unserem Haus oder bei den Stellen. Das wäre halt sehr traurig. Gerade bei den Stellen. Gut, außer dass noch mehr Tiere ausbrechen, kann ja nicht passieren. Oh mein Gott. Diese Tür ist einfach zu klein. Dass man immer so gegenrennt. Warum muss ich immer so klein sein? Da passt halt kaum durch, ja? So, ist hier irgendwas gespawnt? Nö. Nö. Okay. Sehr gut. Das heißt. Wo denn? Ach da. Hallo, mein Kleiner. Danke. So. Achso. Ja, gut. Die können wir gleich essen. Ja, haben wir hier gleich. Pop. So. Ah, genau, wir wollten ja Dwarf bauen. Wir wollten ja. Warum waren wir jetzt überhaupt unterwegs? Wir wollten noch Fichtenholz abbauen. Bin ich jetzt. Ah ja, da hinten, weil wir die Lava so schön gesehen haben. By the way, sollten wir die vielleicht mal hier unten rausnehmen, nicht dass wir da aus Versehen irgendwo mit Rechtsklick die Lava platzieren. Das wäre ungesund. Und hier ist immer noch nichts gewachsen. Was zur Hölle? Brauchen die speziellen Boden oder was? Ist ja Schweinerei. Weil es gibt ja auch diesen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also dieser Boden, der so ein bisschen, also der so sehr dunkel ist, den du halt auch in diesen Fichtenwäldern findest. Kann natürlich sein, dass die auch nur auf diesem Boden spawnen, die Bäume. Das ist durchaus möglich. Ich werde mal kurz ein bisschen Bäume mitnehmen und einfach mal probieren, ob sie damit spawnen. Und by the way, die können wir direkt hier reinstellen. Dann wird das ganze Zeug langsam auch ein bisschen gebrutzelt. Dann ne, schmeckt es ein bisschen besser, ein bisschen würziger. Und für den Fall, dass ich da anfange zu brennen, habe ich auch kommt direkt ins Wasser. Vollautomatisierte Automatik. So. Schauen wir mal. Ob wir die Bäume dazu überredet bekommen zu wachsen. Wobei es Opel ist, dann bräuchte man ja für jeden Wachsvorgang Bone Meal. Da passiert gar nichts. Ich habe schon drei reingepfeffert. Da passiert nichts. Scheiße. Nee, das ist nicht gut. Okay. Dann brauchen wir also einen Fichtenwald. Ich schätze lieber hier trotzdem einfach mal stehen, ganz ehrlich. Vielleicht wachsen ja doch noch irgendwann mal, so in 3 Jahren. Wir brauchen einen Fichtenwald.
Ich sehe aber keinen. Okay, kein Bock mehr. ja, vor allem, ich weiß dann halt auch nicht, in welche Richtung. Also ich weiß, dass wir vorhin, also ne, am Anfang sind ja da irgendwo gespawnt, sind dann nach da hinten gelaufen, sind dann irgendwie hier eine Kurve hier rumgelaufen. Aber sind wir da irgendwo bei Fichten vorbeigekommen? Bevor ich mich jetzt dumm anstelle, was ist das hier für Holz? Das ist doch kein Fichtenholz, das ist doch was ganz anderes, oder? Genau, das ist Akazienholz. Genau. Das ist also definitiv nicht das, aber das sind die einzigen Bäume, die wir sonst bisher gesehen haben, oder? Na, wir laufen mal ein bisschen in die Richtung. Weil ich meine, wir waren ja auch schon mal da hinten in die Richtung unterwegs. Und mit dem Boot waren wir auch da hinten schon mal. Kann also durchaus sein, dass wir die ganz woanders gefunden hatten. Wie gesagt, hier direkt auf der Spawnfläche wüsste ich jetzt nicht, dass hier sowas ist. Oh, genau, dann ist wieder Wasser. Was war's denn mit den Akazien? Bin verwirrt. Das schreit also geradezu wieder nach einer Bootstour. Ein bisschen so die Gewässer abfahren. Am besten in die Richtung da hinten. Weil da waren wir, glaube ich, schon mal am weitesten draußen. Das heißt, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass wir da auf neue Biome kommen oder auf andere Biome. Dann gucken wir mal. Da ist Kohle, aber da komme ich nicht ran. Sonst ist hier auch nichts. Nee, okay, let's go. Ja, dann gucken wir mal mit der Bootstour, ob wir da irgendwo das gute Holz bekommen. Ja, wobei das gute Holz ist eigentlich eher das normale Holz, weil mit dem kann man am meisten anfangen. Vor allem, wenn man die pflanzt und dann Bäume erntet, bekommt man auch Äpfel. Das Einzige, was man noch als gutes Holz bezeichnen könnte, wäre höchstens noch Dschungelholz. Weil da wachsen wenigstens große Bäume, sodass man viel Holz hat. Naja, so. Wo ist denn das Boot? Boot? Achso, haben wir noch dabei. Lol. Hat sich wieder voll gelohnt hier. Scheiße, lieber dann. Freie Bahn mit Marzipan. So, wir fahren einfach mal hier an der Küste vorbei, so wie wir auch noch letztens geschwommen sind. Guck mal da hinten, da ist doch schon mal so ein weißer Baum. Das müsste der doch sein, oder? Ich habe halt von Botanik habe ich halt überhaupt keine Ahnung. Ne? Das ist halt mir sowas von Rille. Von daher einfach mal probieren. Ist immer das Beste. Ja, das ist es. Sehr geil. Ne, ist Birkenholz. Das ist was anderes. Ach, scheiße. Egal, haben wir davon auch was. Nehmen wir trotzdem mit. Easy. Vielleicht brauchen wir das ja auch irgendwann mal für irgendwas. So, haben wir ein Sapling. Und das scheint auch nur auf normalem Gras wachsen zu können. Hätten wir also gleich auch von wissen, dass das gar nicht das Richtige sein kann. Ich weiß doch, was wir suchen. Wir suchen doch Birke. Nicht Birke. Wir suchen doch hier Mann, diese spitzen Nadelbäume, wie heißen die jetzt? Jetzt bin ich dumm. Achso, hier steht ja nicht auf Deutsch. Wer ist das auf Deutsch? Spruce, du Depot. Fichten, genau. So, da haben wir ganz viele von den Birken. Aber wie gesagt, Birken interessieren uns gerade gar nicht. Wir suchen actually nach Fichten. Und da sind aber nur Birken. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Weil da waren wir auch letztens, ne, in die Richtung unterwegs. Sind wir schon ja an der Küste lang geschwommen. Und dann müssen wir irgendwo auf einem Gebiet gekommen sein,
wo halt kein normales Gras ist, sondern dieses andere Zeug. Und da müssten wir dann auch ganz viele Fichten finden oder andersrum, dass wir erst die Fichten finden, weil die sind halt auffälliger. Schätze ich es einfach mal. So, mal die Augen offen halten. Das sieht alles nach normalen Bäumen. Och. Da oben ist alles Dschungel. Da alles normales Birken. Fichten. Nein. Jetzt bin ich dumm. Was ist das? Eichen. In dem Haus waren wir schon mal drinnen, ne? Da haben wir ja nichts Sinnvolles gefunden gehabt. Ja, weiß ich nicht. Wie ist hier alles Eichenholz? Und dabei soll man doch Buchen suchen. Eichen soll man doch weichen, dachte ich. Das funktioniert ja nicht so ganz. Ah, da, guck mal. Ist das nicht? Nee. Nee, sah gerade so aus. Der da, da war so spitz, dachte ich, dass genau das ist, was wir suchen, aber nö. Nö, nö. Wir sind angeschissen. Ich habe keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Ich habe jetzt auch wieder Buche. Können wir hier nochmal so ein Ding mitnehmen? So, ein paar Zäpfchen haben wir dann noch. Easy. Ja, und ich bezweifle gar nicht stark, dass wir hier Buche finden werden. Eiche. Fichte. Goddammit. Bäume. Wer findet denn sowas? So, tja, die Frage ist, welche Richtung fahren wir denn dann? Wir machen einfach mal hier hinten rum einen großen Bogen. Wo wohnen wir ja? Von da machen wir jetzt hier einfach mal einen großen Bogen. Aber da hinten ist auch wieder nur Eiche. Da ist wieder Dschungel. Da hinten ist auch Eiche. Da ist auch eine Eiche. Die Eiche Noah. Ja, nee, das funktioniert so, nee. Das heißt, wir fahren erstmal wieder nach Hause und versuchen dann mal eine andere Himmelsrichtung. Weil das scheint da hier nicht zu so funktionieren, so wie ich das möchte. Das ist nicht so geil. Das ist ganz schön kacke. So. Aber hier dran vorbei. Schön, schön, schöne Gegend hier. Sehr schöne Gegend. Boah, da oben, Alter. Der König der Bäume. So, wollen wir mal kurz gucken. Unser Haus müsste eigentlich in. Da hier die Küste, mit die müssen wir lang fahren. Genau, da geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen doch nach da. Da war ich also doch richtig. Da hatte nämlich gerade ganz kurz, wir müssen in die Richtung. Da war ich gerade so ein bisschen verwirrt gerade. Aber nee, nee, genau. Hier ist dieser kleine Fluss. Und unser Haus ist irgendwo da. So. Außer hier geht es auch nicht weiter. Ah, doch, genau hier. Da ist unser Haus. Da müssen wir unser Haus sehen. Hier sind nämlich die Dinger, die wir überfahren können. Auch wenn ich das nie wollte. Das Spiel hat mich dazu getrieben. Oh, kein Fichtenholz soweit.
Das ist natürlich behindert. Fisch tot. Ich habe das Fisch überfahren, überschwommen. Und bremsen. Ah, klar. Ja. Einmal nicht auf die Straße achten und bumm, hast du die ganze Scheiße am Kühlergrill. Weg hier. Los. Danke. Jo, dann fahren wir mal in der nächsten Folge in die Richtung da hinten. Gucken, ob wir da auf neue andere Biome kommen. Okay. Oh, da ist gerade ein Skelett gespawnt. Sehr geil. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann auf in die große, weite Welt. Und hoffentlich ein bisschen Fichtenholz. Bis dann.